der Lite Premium Service AG. Ich hätte gern den Herrn Alois Schickelgruber gesprochen. Ja, der ist am Telefon. Schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Das ist schön, dass ich Sie gleich erreiche. Ist das so? Ja, Sie hatten sich am 20.03. für einen Amazon-Gutschein angemeldet im Internet, ne? Ja. Dafür drücke ich Ihnen schon mal ganz fest die Daumen. Und Ihre Teilnahme hat sich auch bereits gelohnt für Sie, denn Sie haben jetzt eine Reise für zwei Personen nach Paris gewonnen und dafür herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Aber in Paris bin ich länger nicht mehr gewesen. Als ich da das letzte Mal angerufen habe, ist da besetzt gewesen. In Paris? Jawohl. Da hatten wir schon mal eine Reise geplant. Die mussten wir dann aufgrund der aktuellen Umstände verschieben. Ja, jetzt brauchen Sie auch heute Morgen noch nicht fahren. Jetzt müssen wir die Reise auch erstmal noch ein bisschen auf Eis legen, bis alles wieder virenfrei ist. Das ist ja richtig, Herr Schickelgruber. Und dann dürfen Sie natürlich auch nach Paris reisen mit noch jemandem, eine Begleitperson Ihrer Wahl. Ja? So, wann ist die Verlegung denn jetzt geplant? Na, das wissen wir ja noch nicht. Das bleibt jetzt erstmal offen. Ja, das ist ja leider die alles Reise, noch nicht ganz absehbar. Genau, die Reiseunterlagen, die bekommen Sie erstmal in den nächsten 3 bis 6 Wochen. Ja, aber die Reise bleibt Sie erhalten, und wenn es Ende des Jahres ist, irgendwann. Ja, so wie da alles wieder überall, alles wieder im grünen Bereich ist. Ja, ja? Hoffen wir es. Es ist ja alles nicht auszuhalten. Ich habe ja in meinen jungen Jahren auch einmal mit chemischen Kampfstoffen zu tun gehabt und gearbeitet. Und ich habe seitdem immer wieder gewarnt, dass so etwas irgendwann passieren wird. Aber Sie wissen ja, wie die Menschen sind. Man sieht es ja selbst jetzt noch. Es ist sich jeder selbst der Nächste und es geht einzig um Mehl und Toilettenpapier. Furchtbar, ja. Man kann es nicht nachvollziehen, oder? In keiner Weise. Da gäbe es eigentlich nur eine passende Antwort auf dieses Verhalten, aber ich fürchte, das würde strenger sanktioniert werden als das irrationale Verhalten der Menschen. Ich hätte da ja die passenden Antworten, aber da kommt man eher ins Gefängnis für, als dass es weiterhilft. Herr Schickelgruber, wie gesagt, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit in Paris, wenn es soweit ist, ja. Und übrigens sehe ich gerade, bei Ihrer Teilnahme wurden Ihnen ja noch ein paar Fragen gestellt, die Sie mit Ja beantwortet haben. Und diese lautet, ob Sie gern Millionär wären. Ja, wer beantwortet diese Frage denn mit Nein? Seien wir doch mal ehrlich. Ach, es gibt auch Leute, die sagen, ach, ich will kein Geld, was weiß ich auch immer, die haben vielleicht genug. Ich kenne keinen Menschen, der über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und sagt, ich habe genug. Der Kapitalismus in seiner ausgeprägten Form, der kennt keine Grenzen. Wenn die Leute einmal den Geschmack des Geldes getestet haben, dann verfallen sie ihm. Das stimmt, da haben Sie recht. Und ich habe hier zum Glück heute tatsächlich etwas für Sie. Und dies ist unsere Bonus-Royal-Card. Ja, die geht am 15.05. los. Und dann haben Sie jeden Tag die Chance, eine Rentenmillion zu gewinnen und können sogar noch Geld sparen. Also Sie, Herr Schickelgruber, haben hier das Glück, dabei zu sein und nehmen dann täglich mit 200 Tipp rein. Und das sind 6.000 Gewinnchancen im Monat. Da spielen Sie in einer kleinen Gemeinschaft. Ja, also nur Sie und 97 weitere hier jeden Tag um die Rentenmillionen. Ja? Das finde ich aber angesichts der aktuellen Lage ist das mit 97 Personen natürlich auch schon ziemlich wagnisreich. Ich bin ja durch meine Erfahrungen im Leben an Gefahr gewohnt, aber das ist mir doch in der Tat einen Moment zu brisant. Warum ist das zu brisant, Herr Schickelgruber? 97 Leute, also wenn ich die Anweisungen der größten Kanzlerin aller Zeiten richtig verstanden habe, dürfen sich maximal 2 Personen zusammentun momentan. Sie sollen doch nicht zusammen, um Gottes Willen, das läuft doch hier alles online, ja? Ach, übers Internet. Sie brauchen sich ja nicht zusammen zu treffen, um Gottes Willen. Ja, ich dachte ja gerade schon, dann hätte ich die Gestapo losgeschickt, wenn Sie das im Sinn gehabt hätten. Nein, um Gottes Willen. Aber es ist was, wenn wir schon gerade dabei sind, was macht jetzt eigentlich die Polizei, wenn ein Einsatz notwendig wird? Können die da auch nur 2 Leute schicken? Da habe ich mir in der Tat noch keine Gedanken gemacht. Da müssen wir die Leute ja auch alle noch entsprechend darauf vorbereiten. Ja, genau. Da muss ich nachher einmal ein ernstes Wörtchen mit dem Kollegen Röhm sprechen. Der ist ja immer sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr impulsiv. Und das muss ja alles in aller Ruhe besprochen, geklärt und geplant werden. Ansonsten können sich die eigenen Leute da ja massiv in Gefahr begeben. Das ist richtig. Herr Schickelgruber, ich habe jetzt vergessen, die Adresse noch abzugleichen mit Ihnen. Ihr Vorname ist Alois, ja? Das ist in der Tat richtig. Das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Schickelgruber, und Sie wohnen in 83471 Berchtesgaden. Jawohl. Am Bandholz 88, ja? So ist das.
Und Ihr Geburtsdatum ist der 20.04.1988. Nein, 1961. Ah, hier steht 1988. Nein, so jung bin ich in der Tat nicht. Ich bin doch ein klein wenig älter. Ja, ein Aber bisschen danke, nur. danke für das Kompliment. Herr Schickegruber, und Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet die? Jetzt müssen wir doch noch einmal schauen. Vielleicht habe ich mich da bei der Eingabe vertan. Welche Hausnummer ist bei Ihnen hinterlegt? 88. Sehen Sie, da hätte die 88 landen sollen. Da steht sie. Die 88 steht da. Das ist gut, dass die 88 da steht. Dann habe ich mich da sicher bei der Eingabe vertan. Ja, bestimmt. Aufgrund der Also Aufregung. Ich meine, 61, bitte. wie oft hat man die Gelegenheit, solche tollen Gewinne abzustauben? Das ist richtig. Und Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet die denn, Herr Das ist Schickelgruber? bergluft1961@gmail.com. Sehen Sie, da kommt das Geburtsdatum dann wieder zum Vorschein. Spätestens damit hätte sich dieser Fehler dann korrigiert. Das ist dummerweise Ja. natürlich das Problem, dass jetzt auch meine persönliche Sekretärin in Quarantäne ist. Ansonsten wird die solche Sachen für mich erledigen. Aha. Gut, Herr Schickelgruber, wie gesagt, die Unterlagen, die Reiseunterlagen kommen in den nächsten 3 bis 6 Wochen. Jetzt sind Sie ja bei einer Bonusrunde dabei. Ja, die geht am 15.05. los. Ja, und dann spielen Sie hier jeden Tag mit 200 Tipp rein, 6.000 Gewinnchancen in einer kleinen Gemeinschaft, also nur Sie und 97 weitere. Jeden Tag um die Rentenmillionen. Und Zusätzlich gehen noch jeden Samstag Ihre 7 persönlichen Glückszahlen an den Start. Das heißt, somit haben Sie auch die Chance auf den Rentencheckpot im Alleingang. Im Gewinnfall erwartet Sie dann eine monatliche Rente in Höhe von 3.333 Euro. tatsächlich. Ja, diese ist steuerfrei und auch die ist übertragbar und auch vererbbar, denn die wird 25 Jahre lang gezahlt. Personenunabhängig ab Gewinnpunkt. Ja, die können Sie auch vererben oder jemanden anders übertragen. Das ist ja Ja? in der Tat nicht schlecht. Und wer sind diese 97 anderen Personen? Kennt man Das die? sind, die kennen Sie nicht, nee, die kenne ich auch nicht. Es hätte ja Das sein sind. können, dass man da Menschen aus dem örtlichen Raum zusammenruft. Weil das ist Nein. meine Erfahrung aus dem Militärwesen, dass Menschen, die sich aus dem Privatleben schon persönlich kennen, deutlich effektiver miteinander zusammenarbeiten als ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Baden-Württembergern und Nordfriesen, wo der eine den anderen dann aufgrund des Dialektes nicht versteht. Ja. Herr Schuckelgruber, wer die anderen 97 sind, das weiß ich leider auch nicht. Das sind jetzt, wie bei uns, dürfen ja nur die schnellsten 98 Teilnehmer mitmachen. Ja, das ist jetzt per Zufallsprinzip wird das ausgegoren, ne? Dann werde ich mich da wohl überraschen lassen müssen. Das ist wohl richtig. Und der Austausch Und findet dann per E-Post statt, sagten Sie. nein, Sie bekommen von uns eine monatliche Abrechnung mit den ganzen Tippreihen, ja? Sie spielen ja jeden Tag mit 200 Tippreihen. Jawohl. Ja, das sind 6.000 Gewinnchancen. Dann bekommen Sie von uns eine monatliche Abrechnung. Da steht drin, welche Tippreihe was gewonnen hat. Ja, und die Gewinne, die werden auch gleich aufs Konto überwiesen. Ja, und da ist auch eine E-Mail-Adresse dabei. Da können Sie das auch alles nochmal nachkontrollieren, wenn Sie möchten. Ja? Das ist sehr gut. Da habe ich doch direkt mal eine Frage. Ich habe mich jetzt aufgrund der Tatsachen, dass die Bankfilialen momentan ja auch absolute Todesfallen sind, sehr intensiv mit den Internetwährungen beschäftigt. Arbeiten Sie da in irgendeiner Weise mit Bitcoin zusammen? Nein. Das ist sehr schade, weil das heißt, die Bargeldverfügbarkeit wird sich ja in Krisenzeiten immer weiter verringern, bis wir irgendwann wieder bei der Zigarettenwährung angekommen sind, wie damals in der dunkelsten Zeit. Und da hätte ich mein Herr Geld natürlich Schickelgruber. gerne irgendwo angelegt, wo es wertvoll bleibt. Wir arbeiten hier mit dem SEPA-Lastschriftverfahren. Das geht immer von Bank zu Bank. Ja, das heißt, Sie brauchen hier auch keine Zahlung zu tätigen. Der Betrag von 39,80 €, das wäre jetzt Ihr monatlicher Einsatz. Ja. Der wird von Ihrem Girokonto abgebucht und die Gewinne werden gleich aufs Konto überwiesen. Ja? Jetzt ist ja aber das Problem, dass ich über das Geld ja gar nicht verfügen kann, ohne mich in Lebensgefahr zu begeben. Ich muss ja zur Bank physisch anwesend sein und da meine Sekretärin nicht da ist, müsste ich das selber machen. Und darum war die Sie. Frage, ob Sie über diese Internetgeschichten verfügen, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass wir eben die Führungsetage des Reiches schützen können. Sie brauchen da nicht zur Bank zu gehen. Das geht automatisch mit dem SEPA-Lastschriftverfahren. Ja, aber ich muss Das das geht. Geld ja irgendwie heranbekommen. Die schicken ja keine Boten mit Umschlägen los. Das
Das wird auf Ihr Konto überwiesen, Herr Schickelgruber. Das habe ich wohl verstanden, aber ich muss ja in den physischen Besitz des Geldes gelangen und dazu muss ich mich auf den Weg machen, vorbei an den Toilettenpapierhamstern und an den dosensammelnden Großmüttern und das ist mir einfach zu gefährlich im Moment. Stellen Sie sich vor, so eine Toilettenpackung fällt aus dem Obergeschoss herunter und sie wird getroffen. Furchtbar. Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt hier die Bonusrunde einfach nur empfehlen. Das geht von Bank zu Bank. Es wird von Ihrem Konto abgebucht, der Betrag von 39,80 €. Sie bekommen von uns eine monatliche Abrechnung. Da können Sie ja sehen, was welche Tipperei gewonnen hat. Und die Gewinne werden gleich aufs Konto überwiesen. 3 Monate läuft diese Aktion. Und darüber hinaus nehmen Sie noch an einer spannenden Zusatzchance im Gesamtwert von 5.000 € teil. Das heißt, wir verlosen hier gleich im ersten Monat unter allen Neukunden 50 mal 100 € und all diese Gewinnchancen, die garantiert Ihnen Ihre exklusive Bonus Royal Card. Das ist ein Produkt der Elite Premium Service AG, die ich heute auf Sie persönlich ausstelle. Freuen Sie sich beim Online-Einkauf auf tolle Rabatte und eine bis zu 35-prozentige Ersparnis auf den Kaufpreis bei über 900 namhaften Unternehmen und noch viele zusätzliche Vorteile. Und wie gesagt, beim Online-Einkauf ist es so, da bekommen Sie noch eine Auflistung der ganzen Unternehmen mit. Ja, da können Sie gucken, wo Sie da rabattiert noch was rausholen können. Das war Ja? jetzt sehr viel Information auf einmal. Ich komme mir gerade vor, wie ja damals in einer Lagebesprechung in der Reichskanzlei. Haben Sie gesagt, es gibt in der Tat, wenn ich im Internet Produkte erwerbe, gibt es bis zu 30% Nachlass auf die Kaufpreise? Es gibt bis zu 35% Ersparnis auf dem Kaufpreis. 35%, das sind ja Preise Ja, wie in Kriegszeiten. Um welche Produkte handelt es sich denn da? Sachen, die man das ist tatsächlich von A gebrauchen wie kann? Apotheke bis Z wie Zoohandlung alles dabei. Die ganzen 900 Unternehmen, die kann ich Ihnen leider nicht aus dem Kopf sagen. Nein, das hätte ich Da jetzt auch bekommen gar nicht Sie erwartet. eine Auflistung mit, ja? Also Und da sind die Michael, ganzen Unternehmen aufgeschlüsselt. es sah auch So, die, sag ich und mal, die Pharmaindustrie mit vertreten, weil ich brauche dringend, genau, da ich, richtig. dadurch, dass meine Sekretärin jetzt ausfällt, das kann Ja, man ja auch ganz alles viel ist übers dabei. Internet machen. Ich muss ja Genau, richtig. dringend Nachschub an Pervitin haben. Selbst mein Arzt ist ja krank, den kann ich nicht in Anspruch nehmen. Also, wie gesagt, all diese Gewinnchancen, die garantiert Ihnen hier Ihre exklusive Bonus Royal Card. Das Und sagten Sie bereits. ein wichtiger Punkt, Sie möchten sicherlich noch wissen, was kostet mir das? Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Wichtig wäre mir Bitte. erst nochmal zu wissen, ob das auch für Reiseverkehr zutrifft. Weil es ergibt sich bei uns in Berlin jetzt ja das Problem, dass Sie, sag ich mal, den öffentlichen Nahverkehr schon nicht mehr nutzen dürfen. Und heute Morgen habe ich im Radio gehört, die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Und da ist natürlich die Frage, ob es dann auch bei Fernreisen entsprechend die Möglichkeit gibt, Einsparungen zu tätigen. Na, das weiß ich nicht, was für Unternehmen da alles dabei sind. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wie gesagt, das wechselt immer mal. Ach, so Ja? ist das. Da müssen Sie halt einfach mal schauen, ob da was Passendes alles ist. Ich meine mal, bei 900 Unternehmen ist da schon was Passendes für Sie dabei. Ja? Ich Das würde das wechselt jetzt ja immer mal. gerne bejahen, aber ich weiß es halt nicht mit absoluter Sicherheit. Ja, Schickelgruber, wie gesagt, mit einem kleinen Betrag von gerade mal 1,33 € am Tag nutzen Sie hier die Bonus Royal Card und sichern sich gleichzeitig die tägliche Chance auf die Rentenmillionen. Unsere Aktion läuft zunächst für 3 kurze überschaubare Monate. Ihr persönlicher Einsatz beträgt somit faire 39,80 € im Monat. Und wie gesagt, das geht immer von Bank zu Bank. Ja? Und nutzen Sie heute mal Ihre Chance auf die Rentenmillion und sichern sich mal noch ab Erhalt Ihrer Unterlagen alle Samstagsziehungen der Rentenmillion bis zum offiziellen Start. Herr Schickelgruber, Sie haben es heute geschafft, Sie dürfen mit dabei sein. Jetzt nutzen Sie mal Ihre Chance. Verraten mir mal bitte zuallererst Ihre 7 persönlichen Glückszahlen zwischen 1 und 49, mit denen ich Sie hier mal ins Rennen schicken darf. Also sind wir jetzt quasi im Lotteriebereich angesiedelt aufgrund dieser Zahlenübersicht? Genau. Das ist eine Das Bonusrunde. ist in der Tat. Ach so, bezieht sich das ist quasi nicht das reguläre, was immer in der Nicht Wochenschau das 6 abends aus läuft, 49. Nein, sondern regulär. das ist eine interne Bonusrunde. Ja, denn bei 6 aus 49 spielen ja Millionen mit. Hier sind Sie in der Bonusrunde. Hier sind nur Sie mit 97 weiteren dabei. Ne? So, und welche 7 Glückszahlen darf ich denn mal für Sie eintragen, Herr Schickelgruber? Jetzt lassen Sie mich mal kurz überlegen. Also Ja, ich denke gerne. mal, das Geburtsdatum kann ja auf jeden Fall nicht schaden, dass wir die 20 und die 04 nehmen.
Ja, die 0 kann man nicht, aber die 4 nehmen wir, ne? Ja, der 20. April, dass wir den auf jeden Fall schon mal vermerkt haben. Ich hätte ja gesagt, noch meine Hausnummer, aber das hört ja auf bei 49. Dann können Nein, wir die richtig. 88 natürlich nicht. Dann nehmen wir die 33. Jawohl. Die 45. Die 39. Und die 14. Und die Ja. 18. Und die 18, Das dürfte okay, die. doch aus, das dürften doch ausreichend Zahlen gewesen Das sein. ist richtig. Das sind 7 Glückszahlen, Ihre persönlichen, die nenne ich Ihnen nochmal. Das ist die 20 und die 4, die 33, die 45, die 39, die 14 und die Zusatzzahl ist die 18. Die Zusatzzahl ist die 18. Ja, Können hatten Sie gesagt. wir das noch tauschen, dass die 33 ist meine persönliche Glückszahl? Dann nehmen wir die als Zusatzzahl. Und dass wir das einmal durchtauschen, weil da habe ich eine Und persönliche die Bindung. 18 nehmen wir denn oben rein, Da habe ne? ich eine sehr persönliche Bindung zu. Das wäre mir doch, wenn das so die Glückszahl der Glückszahlen ist, dann soll sie mir Na, das auch, dann dann soll sie machen wir das das. auch weiterhin bleiben. Ich glaube nämlich an das Schicksal. Ja, dann machen wir die 33 als Zusatzzahl, ja? Das ist ja ein Tag voller Gewinne. Die Sekretärin ist krank, der Arzt ist krank, aber Ja, immerhin und ist ich die bin Ihre Reise im Glücksfee Sack. heute, Herr Schickegruber. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir noch, jetzt haben Ja. wir über so viele Zahlen gesprochen, dass mir die wichtigsten Zahlen der Paris-Reise wieder entfallen sind. Na, Können die Sie mich bekommen da Sie ja nochmal noch. auf den aktuellen Stand bringen? Wie Das lange ist für. der Aufenthalt denn vorgeschrieben? Na, das ist für 2 Tage. Für Ja, zwei für Tage. zwei Personen, also 3 Tage. Ja, mit 2 Übernachtungen im Doppelzimmer und für 2 Personen. Das Frühstück ist da mit dabei. Ja, und An- und Abreise. Und wie Herr erfolgt die Schickegruber. Anreise? Mit einem Reisebus, einem komfortablen. Das ist aber nur, dass wir uns da sicher richtig verstehen. Es handelt sich hier nicht um eine Verkaufsfahrt. Nein, um Gottes Willen, das ist keine Werbefahrt. Nein. Das habe Nein, ich nein. neulich mal erlebt. Nein, Da das ist geht es man nicht. davon aus, dass einem etwas Gutes getan wird. Und das endete dann damit, dass die Spezialkräfte der SA dieses Lokal eben völlig zerstört haben, weil die uns natürlich Nein. abzocken wollten. Nein, nein, Und nein, das kann nein. ich natürlich in keiner Form zulassen. Da habe ich meinen Freund Nein. Ernst angerufen, gesagt, du musst das sofort regeln. Das kann nicht sein, dass das mit den Volksgenossen passiert. Nee, das brauchen Sie keine Bedenken haben. Ich Herr wollte da nur drüber Schickelgruber, gesprochen haben, weil das wäre ist natürlich auch richtig. von persönlicher Konsequenz für die Betreffenden. Ist richtig. Herr Schickelgruber, erstmal eine super Entscheidung. In den nächsten 10 bis 14 Tagen erhalten Sie Ihre Unterlagen von der Lite Premium Service AG mit Ihrer persönlichen Bonus Royal Card. Dort steht nochmal alles drin, was wir heute besprochen haben. Der Betrag von 39,80 € wird erstmalig am 1.5. von Ihrem Girokonto eingezogen, dann folglich immer zum 1. eines Monats. Das ist dann nochmal nachfolgend für Sie zum 1.6. und zum 1.7. Und wie gesagt, alle Gewinne werden auch gleich aufs Konto überwiesen. Wir arbeiten hier mit dem sicheren SEPA-Lasche-Verfahren. Und Herr Schickelgruber, mit welcher Bank oder Sparkasse dürfen wir denn da mal zusammenarbeiten für den Zeitraum? Jetzt bin ich ja so gepolt, dass ich generell eine Dame immer ausreden lasse. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit von finanziellen Vorteilen für mich gesprochen. Jetzt sagen Sie, das kostet mich Geld. Das habe ich Ihnen doch aber mitgeteilt, dass da ein Einsatz mit dabei ist. Sie haben irgendwas erzählt von einer Rente, 500 € hier, 3.333 da. Und jetzt soll ich quasi für einen Gewinn quasi finanziell in Vorleistung gehen. Ich habe Ihnen doch gesagt, mit einem kleinen Betrag von gerade mal 1,33 € am Tag nutzen Sie hier die Bonus Royal Card und sichern sich gleichzeitig die tägliche Chance auf die Rentenmillionen. Das haben Sie wieder mal sehr schön vorgelesen. Allerdings ist das natürlich so verklausuliert vorgetragen, dass der normale Reichskanzler sowas natürlich überhaupt nicht verstehen kann im ersten Moment. Herr Schickegruber, ich kann Sie nur empfehlen, die Bonusrunde. Ja, probieren Sie es einfach mal aus. Nehmen Sie mal für 3 Monate Ihr Glück hier selbst in der Hand. Sie werden hier wirklich mal begeistert sein. Sind Sie Ja? selbst denn auch aus dem Kreis Berchtesgaden? Bin ich nicht. Sonst hätte ich Sie jetzt natürlich noch gefragt, ob Sie mich denn auch gewählt haben, bevor ich mit Ihnen eine Geschäftsbeziehung eingehe. Es wäre natürlich für mich von großer Relevanz, dass ich meine Herr Wählerschaft natürlich Schickegruber. behalten kann. Mit welcher Bank dürfen wir denn da mal zusammenarbeiten für den kurzen Zeitraum? Wie lautet denn da Ihre IBAN-Nummer bitte? Der Iwan. Ihre IBAN-Nummer, nicht IWAN. Dachte schon, Sie fragen mich nach den Russen. Mit denen habe ich noch ein ganz anderes Hühnchen zu rupfen. Ja. Jetzt nehmen wir erstmal Ihre IBAN-Nummer auf. Die fängt mit DE an. Das ist in der Tat richtig. Ja.
Und was haben Sie heute noch Schönes vor? Ich die Sonne genießen. Sie genießen die Sonne, ich dachte, Sie arbeiten. Ja, danach. Irgendwann habe ich auch mal Feierabend. Wo befinden Sie sich denn? Magdeburg. In Magdeburg. Wie ist es bei Ihnen geartet mit der Ausgangssperre? Wird das ausreichend überwacht? Ich, ja, genau. Das wird überwacht. Sind die Einsatzkräfte da ausreichend vor Ort? Sonst müssen wir da nochmal nachjustieren. Nee, da passt schon alles. Alles in Ordnung. Das ist gut. Wie gesagt, ich habe jetzt meine Sekretärin nicht da. Ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Und da ist natürlich auch immer ist wieder richtig. Der Kontakt mit den Menschen vor Ort sehr wichtig. Genau, richtig. So, jetzt sagen Sie mir mal Ihre IBAN-Nummer. Wie lautet die denn bitte? Vielleicht sagen Sie mir erst mal Ihre. Meine? Was wollen Sie mit meiner IBAN-Nummer machen, Herr Schickel-Gruber? Was wollen Sie mit meiner machen? Ich muss Ihnen ja, sag das ich mal, das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Ja, ich Ihnen doch auch. Was haben Sie mir erklärt? Die Ausgangssperre. Herr Schickelgruber, dann erlauben Sie mir bitte mal noch eine Frage zum Abschluss. Darf die Elite Premium Service AG Sie in Zukunft per Brief, E-Mail und SMS über attraktive Angebote informieren? Ja, am liebsten ja per Telefon, weil ich sitze ja quasi den ganzen Tag in der Telefonzentrale. Nee, nicht per Telefon. Per Brief, E-Mail und SMS, hatte ich gesagt. Nein, da habe ich kein Interesse dran. Ich unterhalte mich am liebsten mit Menschen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. In der Bonusrunde können Sie leider nicht dabei sein. Das ist dann ja, so. Weil Sie ja ich habe Ihre IBAN-Nummer nicht angeben möchten. Dann ich habe ich Ihnen ganz alles Gute. Auf mich allein gestellt, ganz Europa eingenommen. Alles Gute für Sie, ja? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Heil.